Boah, viel Wasser. Herr Schwede ist knapp vorn. 33.000. War natürlich auch ganz wichtig, in der Pause wurden dann die Reifen wieder zugedeckt, in die Heizdecken verfrachtet, geschützt, dass da kein Nachteil entsteht. Green ohne Scheibenwische unterwegs. Man sieht ja, das Wasser wird richtig weggeweht von der Scheibe. Immer noch geheizt. 3 Zehntel für den Schweden. Green kam es hier gut raus. Immer noch 2. 1 Zehntel gut gemacht. Und jetzt schon Vorbereitung langsam auf den Boxenstopp. Es ist ein würdiges Finale, das kann man jetzt schon sagen. Sekunden. Und Green, der fährt hier ganz schnell ein, hat er einige Meter gut gemacht beim Einfahren in die Box. Kann es reichen für die Führung? Green fährt schneller los, Ekström steht zu lange. Green ist vorne. Wird hier wieder an der Box entschieden. Was heißt wieder? Vorher wurde es nicht entschieden. Es kam noch ein Fehler von Spengler dazu. Aber kann Ekström jetzt nochmal zurückschlagen? Beim Rausfahren von Green ein Quersteher, aber jetzt hat er mal einen satten Vorsprung von 1,7, aber Ekström riskiert jetzt alles. 2 Runden hat er noch, ganz nah dran an der Mauer. Und der wird sich jetzt ärgern, Ekström in seinem Auto, dass dieser Stopp ihn die Führung gekostet hat. Zwei Zehntel hat er aufgeholt, aber er braucht eine Runde noch. Jetzt 2 Fabelrunden gegen Jamie Green, eine Fabelrunde natürlich. Gegen Jamie Green, 1,5 Sekunden Vorsprung. Jamie Green auf dem Weg zum Sieg in diesem ersten Lauf. Denn es werden die Bahnen getauscht. Klarer Sieg jetzt hier von Green. Aber 2 Sekunden, das ist mal eine Aufgabe, die dargestellt worden ist. Ja, starre Blicke bei Audi. Da müssen wir von Spengler dazu, aber kann Ekström jetzt nochmal zurückschlagen? Beim Rausfahren von Green ein Quersteher, aber jetzt hat er mal einen satten Vorsprung von 1,7, aber Ekström riskiert jetzt alles. 2 Runden hat er noch. Ganz nah dran an der Mauer. Und der wird sich jetzt ärgern. Ekström in seinem Auto, dass dieser Stopp in die Führung entsteht. Green ohne Scheibenwische unterwegs. Man sieht ja, das Wasser wird richtig weggeweht von der Scheibe. Immer noch geheizt. 3 Zehntel für den Schweden. Green kam es hier gut raus. Immer noch 2. 1 Zehntel gut gemacht. Und jetzt schon Vorbereitung langsam auf den Boxenstopp. Gekostet hat. 2 Zehntel hat er aufgeholt. Aber er braucht eine Runde noch. Jetzt 2 Fabelrunden
gegen Jamie Green. Eine Fabelrunde natürlich. Gegen Jamie Green, anderthalb Sekunden Vorsprung. Jamie Green auf dem Weg zum Sieg in... Boah, viel Wasser. Schwede ist knapp vorn. 33.000. Was natürlich auch ganz wichtig, in der Pause wurden dann die Reifen wieder zugedeckt, in die Heizdecken verfrachtet, geschützt, dass da kein Nachteil. Es ist ein würdiges Finale, das kann man jetzt schon sagen. Sekunde. Und Green, der fährt hier ganz schnell ein, hat er einige Meter gut gemacht beim Einfahren in die Box. Kann es reichen für die Führung? Green fährt schneller los, Ekström steht so lange. Green ist vorne. Wird hier wieder an der Box entschieden. Das heißt wieder, vorher wurde es nicht entschieden. Es kam noch ein Fehler.